So, nachdem wir unsere Dodge and Burn, Hautretusche, Frequenztrennung, unser Cleaning, unsere Raw-Bearbeitung gemacht haben, finde ich, sollten wir uns erst einmal den Augen widmen. Die sind in dem Fall noch relativ dunkel, aber das kann man mit den ein, zwei Schritten, die wir jetzt gleich machen, auf jeden Fall richtig schön knackig und strahlend machen. So, wir fangen am besten an. Und duplizieren uns die ganzen Ebenen quasi noch einmal zusammen mit Ctrl-Shift-Alt-E. Genau, da haben wir jetzt die Ebene, auf der wir direkt nochmal arbeiten können. Und ich gehe da wie folgt vor. Ich gehe in den Maskenmodus. Jetzt muss ich gerade gucken. Doppelklick, ausgewählter Bereich, genau. Also wenn ihr einen Doppelklick auf das Maskieren-Symbol macht, könnt ihr nochmal auswählen, ob der Bereich, den ihr ausmalt, ausgewählt werden soll oder ob der von dem ausgewählten Bereich außerhalb markierte Bereich gewählt werden soll. War jetzt ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja? Ausgewählte Bereiche habe ich hier markiert und klicke OK. So. Dann nehme ich mir einfach mal die Deckkraft meines Pinsels auf 100%, nehme einen ziemlich harten Pinsel, bleiben wir mal bei 90% und gehe jetzt einfach mal an die Augen direkt und malen uns die Augen jetzt mal. Und wählen uns die Augen mit Hilfe des Pinsels mal aus. Ich mache das ganz gerne so, weil da habe ich irgendwie, fühlt sich am besten an. Man kann es natürlich auch mit anderen Tools machen. Aber so finde ich das ganz cool. Das muss man immer ein bisschen mit Feingefühl machen. Aber so sollte das eigentlich auch schon reichen. Boah, sieht creepy aus. Wie ein Horrorfilm. Okay, nee, gut, dann wählen wir das jetzt aus. Ihr seht, beim nochmaligen Klicken auf das Maskiersymbol wählt er die Augen aus. Und die duplizieren wir uns einfach. Wir halten die Ctrl-Taste gedrückt und drücken J dazu. Zack. Dann haben wir eine neue Ebene, in der wir nur die Augen haben, also den markierten Bereich. Dann können wir die darunter liegende Ebene wieder löschen. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So bearbeiten wir jetzt einfach nur die Augen. Ich gehe immer als erstes mal mit der Tonwertkorrektur an die ganze Sache. Da öffne ich mir die einmal und mache das nochmal als Schnittmaske, dass es sich wirklich nur auf diese Augen zieht. Schnittmaske erstellen. So. Halt, jetzt bin ich ein. Nee, das war. Das ist mit runtergerutscht. Hoppala. Schieben wir mal wieder drüber. Jetzt sagen wir genau. Also die Tonwertkorrektur über der Augenebene. Ich nenne das gerade mal um Augen. Da machen wir dann die Schnittmaske draus. So, jetzt bezieht sich das nur auf unsere Augenebene. So, da gehen wir hier mal rein mit einem Doppelklick. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die mal ein bisschen heller machen. Die dunklen Töne ziehen wir allerdings auch noch mal rein, um unsere Kontraste beizubehalten. Und jetzt können wir hier im oberen Teil noch ein bisschen genauer anpassen, die dunklen und hellen Töne, Kontraste.
schon ziemlich hell. Könnt ihr mal ein bisschen rumspielen, weil alle Augen sind ja so ein bisschen anders. Bisschen darüber und hier hell. Vielleicht ein bisschen viel. Das Ganze allgemein noch machen. So. Gerade mal schauen. Vorher, nachher, vorher, nachher. Also ihr seht, da sind schon ein bisschen, ist schon ein bisschen mehr Helligkeit ins Bild gekommen. Die Kontraste sind trotzdem ziemlich beibehalten. Ich guck mal, ob mir das so gefällt. Ich würde es noch ein bisschen. Ja, ich würde es fast so belassen. Doch, so gefällt mir das gut. Ich nehme jetzt nochmal so eine Gradationskurve dazu. Die machen wir auch nochmal als Schnittmaske. Gucken wir jetzt auch nochmal rein. Auf jeden Fall saubere Details in das Ganze. Ja, das gefällt mir schon ziemlich, ziemlich gut. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Okay, doch, das gefällt mir gut. Wenn wir das soweit haben, mache ich mal nochmal ein extra Dodge and Burn zu den Augen dazu. Das heißt, um den Bereich, um den Augen, dem Augenschein quasi hier noch ein bisschen anzupassen, helle ich da immer noch mal ein bisschen auf, um das Augenmerk noch ein bisschen Richtung Augen zu steuern. Deswegen mache ich mir jetzt noch mal eine leere Ebene mit gedrückter Alt-Taste. Sage jetzt einfach mal Augen DB. Machen wir in den Modus weiches Licht. Und auch wieder mit 50% Grau. Zack. Upsa, da haben wir das da. Jetzt habe ich da einen Strich gemacht. Dummerweise. Macht nichts. So, weg ist er. So, und jetzt können wir. Wir nehmen einen relativ großen Pinsel. Wir passen das ungefähr dem Auge immer so ein bisschen an. Dass es so ungefähr ums Auge passt. Unter der Augenbraue liegt und ums Auge passt. Und was wichtig ist. Das Auge ist meistens im unteren Teil etwas heller als im oberen Teil. Es kommt einfach daher, weil die Lider ja ein bisschen Schatten spenden, die Augenlider. Und deswegen gehe ich immer wie folgt vor. Ich wechsle erstmal wieder in den weißen Pinsel, nehme mir eine Deckkraft von, machen wir mal 5%, nehme einen Weichpinsel. Ganz weiche Pinselspitze. Und mit der Raute-Taste macht ihr den Kreis größer und mit der Ö-Taste macht ihr ihn kleiner. Also so ist bei Windows zumindest. Und jetzt halte ich einfach den Punkt so, dass, genau, dass das Auge relativ passt, dass es unter den Augenbrauen ist. Und jetzt tippe ich einmal. Dann mache ich mit der Ö-Taste den Punkt kleiner. Tippe nochmal. Und je kleiner der Kreis wird, desto mehr geht er Richtung unterem Teil der Iris quasi. Ja, das machen wir auf der anderen Seite auch nochmal.
Ganz genau. In dem Auge ist ein bisschen viel, dafür hier zu wenig, finde ich jetzt gerade. So. Mal die Deckkraft ein bisschen runter. Dann passt mir das eigentlich auch schon ganz gut wieder. Ja, also dadurch, dass man diesen Kreis macht, hält man komplett den Augenbereich auf und konzentriert ihn dann aber auf einen kleinen Punkt im Auge, was so ein bisschen eine Art Lichtführung ist. Finde ich ganz praktisch, finde ich ganz gut, mache ich gerne so. Ja, eigentlich von den Augen her war es das schon. Dann fassen wir das Ganze einfach wieder zusammen in einen Ordner, sagen Augen. So. Könnt ihr mal schauen, wie weit wir uns wieder vom Original entfernt haben? Das sind ja ein paar Schritte, die wir mittlerweile gemacht haben. Hier ist unser Original. Und das ist unser bearbeitetes Bild. Original, bearbeitet, original, bearbeitet.